mich. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind jetzt hier noch in Hateno und werden jetzt mal gucken, was wir hier alles so zu tun haben. So, wir gehen aus dem Haus jetzt erstmal raus und ja, wir warten jetzt schon die nächsten Nebenaufgaben auf uns. Die Organisation der Bürgermeisterwahl bringt so viel Arbeit mit sich. Da habe ich mir wieder was aufhalsen lassen. Ah, Sie sind es. Es tut mir so leid, dass Sie Zeuge dieses kleinen Tumults geworden sind. Falls es Ihnen nichts ausmacht und wo wir ja beide darin verwickelt sind, dürfte ich Sie vielleicht um einen Gefallen bitten. Ha, ich wusste, Sie würden mich nicht im Stich lassen. Also, ich brauche Ihre Hilfe, weil meine Schwester... Es geht um Sagono. Mir ist aufgefallen, dass sie sich nachts wegschleicht, ganz allein. Und ich habe keine Ahnung, wohin. Es ist sicher was ganz Harmloses, aber wenn das rauskäme, könnten die Leute sich schlimmste Dinge herbeifantasieren. Dann wäre die Bürgermeisterwahl wahrscheinlich für sie gelaufen. Deshalb möchte ich Sie bitten, meiner Schwester zu folgen. Und herauszufinden, wo sie hingeht und was sie dort treibt. Ich habe schon versucht, ihr zu folgen, aber sie hat mich immer gleich entdeckt. Und sie war echt sauer auf mich. Wenn es ihnen gelingt, ihr zu folgen, erhalten sie natürlich eine Belohnung. Sie sind der Einzige, der mir helfen kann, denn die Dorfbewohner dürfen ja nichts davon erfahren. Sagonos Geheimnis. So. Ich musste übrigens, bin ich direkt mal hier oben zu dem... zu dem Schrein noch hingelaufen, weil ich habe noch ein bisschen was ausgekundschaftet und mich noch ein bisschen umgeschaut. Die Umgebung war noch ein bisschen inspiziert und ja, hatte keinen Bock, dann nochmal komplett zurückzulatschen. Also habe ich ja dann den Schrein dort oben schon mal geholt, aber nicht gemacht. Nicht gemacht. So, das waren ja hier nicht alle. Lasst mal gucken, was jetzt hier hinten ist. Okay. Das Haus steht noch. Es steht tatsächlich noch. Es steht noch. Das ist ja sehr schön. Aber es sieht anders. Nee, es sieht nicht anders aus. Es sind Blumen davor, es sind Bäume davor, wie wir es auch in Breath of the Wild gemacht haben. Das einzige ist links Haus. Das Schild ist weg. Hier ist jemand anderes eingezogen. Das ist ja eine Frechheit. Das sieht ganz anders aus. Wo sind die ganzen Waffen, die hier hingen? Okay. Hm. Oh. Oh. Das ist aber schön. Das Bild von den Recken hängt ja sogar noch. Das ist ja schön, von der Ballade der Recken, das DLC. Oh, mit einem direkt warm ums Herz. Das ist sowas von schön. Okay, aber wer bist du, dass du hier eingezogen bist? Oh, dich habe ich doch schon gesehen. In der Boutique Zephyr, nicht wahr? Du weißt noch, als es um die Bürgermeisterwahl ging. Die Sache wird langsam etwas heikel. Sie sind beide so stur. Naja, andererseits ist es vielleicht ganz gut, auf diese Weise endlich mal klare Verhältnisse zu schaffen. Aber genug davon. Mich beschäftigt etwas ganz anderes. Und ich muss das unbedingt vor der Bürgermeisterwahl klären. Was beschäftigt dich? Hm? Das interessiert dich? Dann sage ich es rundheraus. Es geht um meinen Mann, Ritna. Mein Gatte, dieser Kerl, er schließt sich jede Nacht in unsere Hütte ein. Aus völlig unerfindlichem Grund. Wenn ich ihn danach frage, will er partout nichts verraten. Er sagt, das wäre geheim. Ich würde ihm niemals nachspionieren, abgesehen davon, dass er mich sofort entdecken würde. Ich mache mir nur solche Sorgen, dass diese nächtlichen Ausflüge seine Chancen bei der Wahl beeinträchtigen könnten. Und die andere ist auch nachts weg. Ich wäre bestimmt geplatzt, wenn ich das für mich behalten hätte. Ein Glück, dass du vorbeigekommen bist. Gehe bitte mittags in unsere Hütte, wenn mein Mann nicht drin ist, und finde heraus, was er da zu schaffen hat. Ich bezahle dich natürlich auch dafür. Das Problem ist nur, dass die Tür fest verschlossen ist.
Darauf achtet er sehr. Durch das Fenster passt niemand, aber vielleicht kannst du ein Loch oder etwas Ähnliches hineingraben. Ritnas Geheimnis. Wird ja eine richtig geheimnisvolle Folge hier. Okay. So. Fräulein Zelda? Fräulein Zelda ist immer noch nicht zurückgekommen. Vielleicht, weil ich nicht brav genug war. Wolltest du auch zum Haus von Fräulein Zelda? Was? Ich? Ich hab das gekauft. Und jetzt wohnt da jemand anders drin und jetzt sagst du mir, dass es Zeldas Haus ist? Sie ist aber noch nicht wieder zurück. Seit dem Kataklysmus ist sie einfach nicht mehr gekommen. Obwohl sie noch bis später sagte, als sie das Dorf verließ. Wenn es aber Zeldas Haus ist, dann muss da ja noch irgendwas drinne sein, was... was nachher aus... Oh, Zeldas Tagebuch. Kann man hier mal kurz reingucken. Nach der Verheerung reiste ich durch Hyrule, um herauszufinden, wie ich am besten beim Wiederaufbau helfen könnte. Ich sah zerstörte Gebäude und verlorene Städte. Der Schaden war noch weitaus schlimmer als befürchtet. Doch als ich den Leuten zusah und ihnen zuhörte, wurde mir schnell eine Sache klar. Ihr Lebensmut war ungebrochen. Das größte Gut Hyrules waren seine Bewohner mit ihrem eisernen Willen. So wurde mir durch meine Reise immer wieder meine Aufgabe bewusst, die Einwohner von Hyrule zu schützen. Im Zuge des Wiederaufbaus von Hyrule bauten wir eine Schule in Hateno. Es ist die größte Siedlung in Hyrule, mit weitem, fruchtbarem Land. Und da dort so viele Kinder wohnen, bot sich Hateno für eine Schule an. Als Lehrer konnte ich Simon vom Forschungsinstitut gewinnen. Er ist seit Jahr und Tag Puras Assistent und als solcher sicher gut geeignet, mit Kindern kennt er sich aus. Ich werde dem Unterricht einige Zeit beiwohnen und mir selbst ein Bild davon und von den Schülern machen. Weiter? Den Bau der Schule gab ich beim Herrn Landa in Auftrag, dem Architekten von Dumster und vom Bauunternehmen Dumster. Es schien ihn sehr zu bewegen, da dies sein letzter großer Auftritt in Hateno war, bevor er zu seiner Reise aufbricht. Ich ließ ihn einen geheimen Raum auf meinem Grundstück bauen, von dem sonst niemand etwas weiß. Er ist etwas düster, aber Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind keine große Änderung unterworfen. Ich finde es sehr angenehm, mich dort aufzuhalten. Dieser Raum ist genau das Richtige, wenn ich mich zu konzentrierter Arbeit zurückziehen möchte. Kaum hatte das Schulprojekt angefangen, standen wir auch schon vor dem ersten schwierigen Problem. Uns fehlen qualifizierte Lehrer. Simin hat sich der Sache angenommen, aber noch fehlt ein guter Kandidat. Unsere Lehrkraft sollte intelligent und gebildet sein und die Kinder müssen ihr vertrauen können. Kinder zu unterrichten und zu schützen bedeutet, unser Land zu schützen. Man muss sie lehren, das Land zu lenken. Ich hoffe, viele herausragende Persönlichkeiten, denen unsere Zukunft am Herzen liegt, werden als Lehrer zu uns kommen. Okay, wir haben das Geheimnis von Ritna, das Geheimnis von Sageno, Hateno, wie auch immer. Und wir haben jetzt noch einen geheimen Raum auf dem Grundstück hier. Moment. Also hier, das hier ist ja schon mal neu, aber sie wird wahrscheinlich auf dem... Die wird doch jetzt nicht jedes Mal in den Brunnen. Brunnen von Zeldas Haus. Tomaten. Oh, okay. Hier quakt's. Oh. Ah, okay, die hat sie schon hier aufgestellt. Altes Haarband. Ein einfaches altes Haarband. Die Farbe ist schön. Etwas ver... Trage das Haarband und du wirst bestimmt ganz nostalgisch. Wieso? Nee, Leute, wirklich? Wie geil ist das denn? Er sieht halt einfach aus wie
Wie geil. Er sieht aus wie bei Breath of the Wild. Mega, wir legen es wieder ab. Das ist ja mal geil, oder? Das ist richtig cool. Ausrüsten. Okay, das finde ich sehr, sehr cool. Das finde ich richtig geil. Sehr schön. Okay. So, wir legen es aber jetzt wieder ab. Ihr seht, ich habe noch ein paar Amiibos nochmal eingescannt zu einem anderen Zeitpunkt und habe dort dann auch den Rudania-Helm bekommen. Den Rudania-Helm bekommt ihr, wenn ihr Daruk als Amiibo einscannt. So, das werde ich ab und an mal wieder ein bisschen machen, um ein bisschen unser Inventar aufzupeppen. Zeldas Tagebuch. Lesen. Ja, bitte. Die Verheerung ist zwar Geschichte, doch sie hat Narben hinterlassen. Der Wiederaufbau läuft, aber es gibt viele Probleme. Links Kleidung hat sehr gelitten, seit er mich dabei begleitet, die verschiedenen Regionen unter die Lupe zu nehmen. Ich möchte Abhilfe schaffen und habe deshalb ein neues Reckengewand für ihn anfertigen lassen. Okay. Da ich mir so viel Mühe gegeben habe, ist die Vorfreude auf sein überraschtes Gesicht besonders groß. Solange wir unsere Arbeit nicht beendet haben, verstecke ich das Gewand erst einmal im Thronsaal. Gewiss kommt außer ihm niemand auf die Idee, dass die Feuerschalen der Schlüssel sind, um es zu finden. Ein neues Reckengewand. Okay, wir könnten also ein Schloss. Okay, sehr interessant. Also man sollte sowas immer mitnehmen. Immer mitnehmen, lesen, vor allen Dingen sehr, sehr viel lesen. Damit man sowas eben auch mitbekommt. Aber schade, dass ich jetzt kein eigenes Haus mehr habe. Das ist wirklich jetzt ein bisschen schade. Aber kommt bestimmt noch. Lass uns jetzt erstmal Athen noch ein bisschen weiter erkunden. Ich feiere das ja so mit diesem... Es ist sowas von witzig. Wir ziehen es mal an. Ja, ist wirklich sehr nostalgisch. Sehr cool. Aber ich mag diese zotteligen Haare mittlerweile an Link lieber. Also ich finde das wesentlich cooler. Okay, haben wir hier... Ah, oh, wir haben noch hier die Färberei. Hey! Hereinspaziert! Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Hateno. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbematerial dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. Für nur 20 Rubine färben wir dir deine Kleider in deinem Lieblingston. Komm, lass uns loslegen. Oha, du hast ja wirklich ein schönes Parasegel. Wir färben jetzt nicht mehr nur Kleider, sondern bieten neuerdings auch eine Stofferneuerung an. Wenn du mir einen schönen Stoff bringst, kann ich dein Parasegel damit erneuern. Es ist immer schön, neue Kundschaft begrüßen zu dürfen. Deshalb erhältst du als kleines Geschenk diesen Stoff. Sagono-Stoff. Sehr cool. Warst du bereits bei Zephyr am Eingang des Ortes? Das außergewöhnliche Muster dieses Stoffes stammt von Sagono, der berühmten Modeschöpferin. Stoffe mit einzigartigen Mustern lassen sich übrigens in jeder Region finden. Denk an mich, wenn du mal neuen Stoff findest. Okay. Du solltest dann dein Parasegel sofort erneuern lassen und modisch durch die Lüfte sausen. Das Färben deiner Kleider in der Farbe deiner Wahl sowie das Erneuern deines Parasegels mit einem Stoff. Beides kostet dich nur 20 Rubine. Oh, wir müssen das Parasegel unbedingt erneuern. Unbedingt. Ich nehme dir gerne deinen Stoff dafür ab. So, wir haben jetzt ja Verschiedenes. Wir haben Verschiedenes, denn ich habe ja noch ein paar Amiibos eingescannt. Und da gab es noch ein paar andere coole Stoffe. Und zwar, wie das hier. Der Erinnerungsgewandstoff. Den Retro-Stoff. Das haben wir, glaube ich, zusammen gemacht. Den Bock-Blind-Stoff. Prinzessin von Hyrule-Stoff, den favorisiere ich, weil ich finde halt die Farben richtig schön. Dann der antike Shika-Stoff hat auch was Besonderes. Und der Prinzessin der Schattenstoff. Ich glaube aber, wir werden jetzt erstmal den antike Shika-Stoff nehmen. Ich finde, es passt einfach sehr, sehr geil. Weil das sah auch gut aus. Ich kann mich nicht entscheiden. Nein, wir nehmen den hier. Nehmen wir den? Nein, wir nehmen den nicht. Wir bleiben bei unserer ersten Wahl. In Ordnung. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Okay. Alles wird vorbereitet. Gleich kann das Wunder beginnen.
Und fertig. Freue mich schon auf deinen nächsten Besuch im Laden. Bis bald. Oh. Ah, okay, damit wir es... Oh, das ist aber schön. Okay, das ist cool. Oh, hast du mal einen Moment Zeit, dir mein Leid anzuhören? Ich möchte unbedingt meine Färbetechnik perfektionieren. Genau wie Sagono würde ich gerne Stoffe mit einzigartigen Designs kreieren, aber so etwas selbst zu erfinden ist gar nicht so leicht. Ich möchte ein Stoffmuster nach dem Vorbild eines Schleims anfertigen. Aber ich bin etwas ängstlich, deshalb traue ich mich an Monster nicht heran. Oh, wenn ich nur eine Vorlage hätte. Ich meine keinen Feuerschleim und auch keinen Eisschleim, sondern einen ganz gewöhnlichen blauen Schleim. Haben wir sowas nicht? Hatten wir doch jetzt erst noch welche von kaputt... Oh, ich wollte gerade sagen, Schleimgelee blau. So. Hä? Muss ich ihn jetzt in die Hand nehmen dafür? Beides kostet dich Kleidung färben, okay. Können wir den Aeroharnisch auch färben? Es werden nur Stücke gefärbt, die du am Leib trägst und die Farbe annehmen. In Ordnung. Ach, nee, sag. Das ist ja cool. Dass man das komplett einfärben kann, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Blau, rot. Okay, das ist echt nice, aber mir gefällt es tatsächlich in dem Rot sehr gut. Nein, ich möchte nichts werben. Vielen Dank. Einfach mal nur, um es auszuprobieren. Aber ich frage mich halt, wie das jetzt hier mit dem Schleim aussieht. Steht es vielleicht hier in dem... Was an einem Schleim an? Allerdings fehlt ihm dafür eine Vorlage mit einem blauen Schleim. Eine eher häufig anzutreffende Kreatur als Referenz. Ah, okay. Er möchte ein Bild von der Kreatur haben, alles klar. So. Sehr schön. Aber immerhin, wir haben schon das Parasegel eingefärbt. Das ist ja schon mal was. Wo geht's hier lang? Ah, zur Schule. Ja, sehr schön. Nochmal einen Apfel. Ah, ich finde sie sehr schön. Die Musik gefällt mir richtig gut. Die hat sich Gott sei Dank nicht verändert. Ich glaube, es ist Schulschluss. Hier kommen ganz viele Kinder raus. Was meint er denn, Azu? Oh, bist du der neue Lehrer? Ja. Mein Name ist Azu. Schön, dich kennenzulernen. Meine Identität als Sohn des Besitzers des Krämerladens ist nur Tarnung. Ich bin Super Azu, Schützer der Gerechtigkeit. Oh, aber du darfst es den Erwachsenen im Dorf nicht erzählen. Das muss ein Geheimnis bleiben. Es ist nämlich viel toller, den Bösewichten heimlich in den Hintern zu treten. Bösewichte gefunden? Mal sehen. Das nächste Haus da mit dem Kamin ist das von Thibo und man sieht dort keine Bösewichte. Thibos Papa war hier der Torwächter, aber er ist gegangen, um am sogenannten Sperrposten auszuhelfen. Also kümmern sich jetzt abwechselnd Thibo und seine Mama darum, das Tor zu bewachen. Und meine Mama hat mal gesagt, es sei eine Schande, dass sich Thibos Mama sein nicht etwas mehr für Mode interessiert. Also, dann kann ich jetzt wieder patrouillieren. Wenn Super Azu nicht da ist, kommen die Bösewichte. Okay, mach du mal. Okay, cool. Ah, neue Musik. Oh nein, wie süß. Guckt euch das mal an, wie Bilder, die man halt früher als Kind gemalt hat. Okay, meine sahen früher nicht so schön aus. Schön. Das ist ja eindeutig mal Zelda, oder? Zelda, das ist bestimmt Link und das ist die Affäre von Zelda. Ich weiß es nicht. Warte, hier wurde ja eine Wand gemalt. Wie geht denn sowas?
Was haben wir hier? Eine Karte. Schade, dass wir hier nicht drauf rummockeln können. Aber schön. Schön schlicht. Wir müssen auf jeden Fall nochmal tagsüber. Simin. Okay, der hat sich hier echt richtig eingelebt, oder? Warte mal, wohnt der auch hier? Der wohnt hier. Oh, das ist aber schön. Können wir die auch mal, können wir die mal anmachen? Die Schulglocke? Hä, was ist das denn? Können wir gar, ich glaube, wir können hier gar nicht gegenhauen. Warte auf. Wie schön. So, und hier oben drüber ist doch bestimmt noch ein... Nee? Kein Krug? Glaube ich nicht. Niemals. Okay, das hätte ich jetzt aber... Das hätte ich jetzt zu 100% vermutet, dass hier oben noch ein Krug ist. Leute. Aber noch den Pilz einsammeln. Es ist hier aber auch nur am Tretschen in dem Spiel, ne? Es ist nur am Regnen. So. Lass uns mal mit Simin sprechen. Ba, 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 ba. Hi. Aber ja doch. Was ist denn? Ach, du bist es, Link. Wir haben uns seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Link, du bist zurück? Oh, verzeih meinen Überschwang. Ganz, ganz offensichtlich bist du zurück. Und das hieße dann wohl, dass Prinzessin Zelda... Na, leider nicht. Ich hatte es schon befürchtet, als ich dich alleine hier sah. Also ist die Prinzessin weiterhin wie vom Erdboden verschluckt. Wusstest du, dass diese Schule hier auf Geheiß von Prinzessin Zelda erbaut worden ist? Die Kinder hier liegen ihr so sehr am Herzen. Sie würde bestimmt als allererstes hier vorbeischauen, wenn sie wieder auftaucht. Ich unterrichte derzeit Geschichte, ein Fach, das der Prinzessin sehr am Herzen lag. Nächstes Thema ist die Verheerung. Ja nun, Link, wenn du möchtest, kannst du gerne dem Unterricht beiwohnen. Hättest du Lust? Ja. Der Unterricht beginnt morgens und endet so gegen Mittag. Komm gerne ins Klassenzimmer im Erdgeschoss. Wie aufregend. Kann ich auch direkt schlafen? Dann könnten wir gleich direkt beginnen. Also, ich meine, mit dem Unterricht. Gottes Willen. Okay, aber jetzt ist ja erstmal hier Nachtruhe. Bedeutet aber auch, wir könnten gucken, was der... Ich glaube, ich habe mich hier komplett ausgezogen wegen dem Thumbnail von dem Aerohanisch. So, lass uns hier mal gucken. Was ist hier eigentlich auch los, ne? Wir haben jetzt hier, meine lieben, like-faulen Leute. Ab und zu den Daumen drücken wäre ganz schön. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Dann würde ich sehen, okay, ihr habt es gesehen, euch gefällt es und die Folgen kann ich dann so dementsprechend auch weitermachen. Aber wenn der Daumen halt nicht da ist, dann weiß ich nicht immer. Passt es so? Gefällt euch das? Möchtet ihr was anderes sehen? Also ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr einfach denkt, okay, es wäre jetzt aber sinnvoller, wenn du jetzt da und dahin gehen würdest, Bela. Dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Alles gut. Dafür ist es ja hier auf YouTube. Wenn ich nichts davon hören wollen würde, dann würde ich ja keine YouTube-Videos machen. Aber wo will denn jetzt hier Neidra hin? War doch eben noch am Himmel, oder nicht? Okay. Ist weg. Wir könnten aber... Ah, da. Aber echt gucken, ob wir den Turm da erklimmen. Könnten wir uns die nächste Karte freischalten. So, sie sagte aber jetzt... Ah, oh, da hinten ist auch noch einer. Sie sagte ja was von einem Haus. Haus des Bürgermeisters oder was? Aber wo soll das sein? Ich glaube, wir das hier. Hm.
Hey, warte mal. Habt ihr gerade ein Krogrätsel in dem Haus gesehen? Oder war es jetzt nur... Ne, war nur Zufall. Was ist hier los? Okay, wir haben da hinten... Oh, wir haben noch einen Brunnen. Jeder Brunnen kann uns weiterbringen. Was ist da hier los? So. Ach du Schande, warum klebt denn das hier? Antiker Dolch. Oh, okay. Dafür ist das da. Können wir das gerade mal mit Synthese kombinieren? Damit ich mein Schwert jetzt hier nicht kaputt mache. Nur Feuersteine. Viele kleine, verschiedene Feuersteine. Oh Gott. Laufen wir denn lang? Mit Sicherheit kommen wir. Hier auch irgendwie dann. Im geheimnisvollen Haus. Ich habe keine Ahnung. Ich würde es jetzt einfach mal vermuten. Das ist eine Kiste. Ups. Schild. Ne. Sind meine Sachen besser? Können wir auch gerade drüber schwimmen. Jo. Sammeln wir mal mit. So. Aber hier ist auch sonst, glaube ich, überhaupt nichts drin, irgendwie Cooles oder so. Außer ohne Ende Kröten. Oh, sorry, Leute. Mir jucken gerade voll die Augen. Ich hasse es. Ich habe zwar schon am Tag immer meine zwei Allergietabletten, aber es hilft manchmal trotzdem nicht. Hier ist irgendwas hinter. Juhu. Oha, okay. Sagen, also irgendwas müssen die ja hier bewachen. Das kann ja sonst gar nicht. Das passt nicht.
Und was ist jetzt hier? Echt jetzt? Das habt ihr jetzt hier bewacht? Niemals im Leben nicht. Wir sind jetzt genau unter dem Schrein. Okay, ich glaube, hier ist tatsächlich nichts. Nichts. Einfach gar nichts. Das ist ja schon ein bisschen eigenartig hier. Okay, komm. Oh, da oben ist ja so ein Kirschblütenbaum. Mal gucken. Den Schrein machen wir noch. Hier waren wir her, da ist der Brunnen. Aber wir müssten ja irgendwo noch dieses Haus vom Bürgermeister finden. Was ist das denn für... Also... Nee. Langes Vieh. Die Häuser sind alle leer. Oh, Entschuldigung. Oh, ein Gast. Es tut mir leid, aber ich habe gerade nicht genügend Energie, um gastfreundlich zu sein. Bis mittags werde ich mich aufschlafen, aber jetzt will ich gerade gar nichts tun. Ich komme ursprünglich aus Angelstedt, einem kleinen Fischerdorf im Südosten. Das Dorf wurde von Piraten überfallen und das heißt, es wurde zerstört. Man sagte mir, die Dorfbewohner seien geflohen und alle in Sicherheit. Aber ohne Häuser, zu denen man zurückkehren könnte, ist es doch kein Dorf mehr. Außerdem ist mein Vater der Dorfvorsteher von Angelstedt. Das Dorf ist sein Ein und Alles. Ich mache mir große Sorgen, wie er mit diesem Schock klarkommen wird. In meiner Heimat ist es Tradition, stets jeden mit einem Lächeln zu begrüßen. Darum will ich nicht, dass mich die Leute aus meinem Dorf in dieser Verfassung zu Gesicht bekommen. Angelstedt haben wir in Breath of the Wild auch nicht besucht. Fällt mir gerade auf. Da waren wir nicht. So, das wird mich aber interessieren. Was aus dem Institut da oben geworden ist. Das ist ja wahrscheinlich der Bauernhof hier. Ich denke mal, das ist soweit alles geblieben. Hier gibt es wieder Nebenaufgabe bei ihm, aber wir gucken erstmal bei dem Institut oben. Ob wir da noch irgendwas machen können. Ba, 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 ba. Oh. Ah. Atheno Strand. Ja, da geht's auch noch runter. Ich will zu meinem Freund. Machen wir. So, eine Markierung eben hin. Gott, wir hatten mitten in den Hebrabergen hatten wir doch auch noch einige Krogs, die ich markiert habe. Die muss ich auch noch alle einsammeln. Die müssen wir auch noch alle einsammeln. So. Ah. Sehr gut. Was ist hier passiert? Gar nichts ist hier passiert. Latino-Institut, Ostnekluder. Ich bin zurzeit am Sperrposten bei Schloss Hyrule anzutreffen. Robelo. Wir hatten nur noch einen Hintereingang. Wir können gar nicht rein. Ach, das ist aber schade. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Weiter drin. Und hier ist auch nichts. Ich wollte gerade sagen, aber 100 pro.
können wir hier mit dem Deckensprung noch durch. Das war ja klar. Nein, kein Windstoß. Sehr schön. Ein weiterer Krogsam. Sehr cool. Okay, wo müssten wir denn noch hin? Wir haben jetzt da noch den einen Turm. Und da den nächsten. Wir könnten wirklich auch versuchen, den irgendwie zu... Ja, das ist ja jetzt einladend, ne? Das ist ja jetzt ja mega einladend. Als wäre es eine Fügung des Schicksals, dass gerade jetzt hier sowas runterfällt. Wo ist denn hier was? Achso, doch war es doch. Entschuldigung. Mal gucken, wie weit hoch wir kommen. Ja, so weit weg ist es gar nicht. Das könnten wir echt machen. So. Ja, da kommen wir doch ganz, ganz schnell hin. Wir müssen uns nur eben umziehen. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Sehr gut. Okay, da ist wieder so ein Miasma-Ding, wo es in den Untergrund geht. Untergrund müssen wir auch nochmal. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Aber erstmal die beiden Türme, würde ich sagen, schalten wir frei. Einmal den, wo wir jetzt gerade hinfliegen und den im Hintergrund. Dann die Nebenaufgaben in Hateno. Und dann nochmal in den Untergrund. Das klingt doch nach einem eigentlich einem recht guten Plan, oder? Doch, so können wir es machen. Finde ich gut. Also dann sehen wir uns in der nächsten Folge direkt hier bei dem Turm. Ich weiß gerade noch nicht, was es für einer ist. Gerade mal gucken. Turm auf der Ranell-Spitze. Sauber. Okay, komm, das kriegen wir jetzt noch hin. Wieder eine Sonderlänge, egal. So. Sehr gut. Machen wir auf. Untersuchen, ab rein damit. Und los geht's. Jo, er weiß bestens Bescheid. Sehr schön. Ich liebe es. Ich liebe es. Sowas von göttlich. Sehr gut. Perfekt. Schön viel freigeschaltet.